Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ah, kannst sehen. Über Geld spricht man nicht. Ist ein sehr beliebter Satz in Deutschland. Und ich glaube, in kaum einem anderen Land ist das Thema so ein Tabu. Und dabei begegnet es ja jedem von uns jeden Tag. Es ist maßgeblich oder wichtig für viele Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Und ja, auch in unserer Gesellschaft hat das Thema eine große Bedeutung. Aber zugegebenermaßen sprechen wir auch in unserer Gemeinde nicht oft über das Thema Geld. In der Bibel hingegen ist das Thema kein Tabu. An einigen, nicht zu sagen an vielen Stellen, lesen wir etwas zu diesem Thema. Und weil das so ist, möchte ich das auch heute mal tun. Wem das unangenehm ist, zu spät, jetzt seid ihr hier. Ich kann Micha da hinten mal die Tür mal schließen, falls jemand sich das überlegt. Nein, ihr habt jederzeit die Freiheit. Vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung. Gilt eigentlich immer, aber möchte ich auch bei diesem Thema nochmal sagen. Die Predigt halte ich nicht, weil ich das Thema perfektioniert habe. Im Gegenteil, ich muss weiter lernen und auch für mich die biblischen Prinzipien immer wieder durchdenken. Deswegen finde ich es auch gut, dass die Bühne wieder ein Stück flacher ist. Das ist auch für so ein Thema. Ist gut. Was habe ich vor in dieser Predigt? Ich möchte auf eine Bibelstelle aus 1. Timotheus 6 schauen. Und möchte natürlich noch ein paar Ergänzungen aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament auch noch dazugeben. Im Laufe der Predigt werden wir uns, und ihr seht es auch schon hinten, drei Prinzipien ableiten, wie wir mit Geld umgehen können oder sollen. Bevor ich den Text lese aus 1. Timotheus noch zwei, drei Vorbemerkungen zum Timotheusbrief. Geschrieben hat ihn nicht Timotheus, sondern Paulus. Und geschrieben hat er ihn, man ahnt es so ein bisschen, an Timotheus. Timotheus war einer seiner engsten Mitarbeiter in der Gemeinde von Ephesus. Also ist es auch ein Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus, muss man wissen, war eine bedeutende Handelsstadt, eine Hafenstadt in Kleinasien. Da gab es eine Menge wohlhabender Menschen, wahrscheinlich auch in der Gemeinde von Ephesus. Und da wundert es nicht, dass Paulus dieses Thema auch mal anspricht. Inhaltlicher Schwerpunkt der beiden Timotheusbriefe ist, sind eher praktische Anweisungen, wie wir unser Leben führen können. Und deswegen denke ich, hat auch dieser Brief auch für uns heute noch eine sehr hohe Relevanz. Okay, so viel erstmal zur Einordnung. Dann würde ich uns den Text mal lesen oder den ersten Teil davon. Den lesen wir in 1. Timotheus 6, Verse 9 bis 11. Und ihr seht es auch hinten, könnt mitlesen. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Aber du, Timotheus, gehörst Gott, deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gott es will, geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, vom Glauben und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut. Hier geht es also um Menschen, die reich werden wollen. Oder vielleicht kann man auch sagen, die noch reicher werden wollen, wenn sie es schon sind. Aber auf die, die reich sind, geht Paulus etwas später ein. Da kommen wir gleich dazu. Vielleicht habt ihr Anfang der Woche auch den Zeitungsbericht gelesen über einen Lottogewinner in den USA. Also ich habe zumindest die Schlagzeile gesehen. Stand sowas wie: Glückspilz knackt Mega-Jackpot über 1,3 Milliarden Dollar. Wusste gar nicht, dass da was geht. Unvorstellbare Summe, 1,3 Milliarden von heute auf morgen, mega reich. Der Traum vieler Menschen. Ich glaube, in Deutschland geht das so nicht. Ich glaube, unsere Jackpots sind auf nur 45 Millionen Euro begrenzt. Aber auch das würde einen von heute auf morgen mega reich machen. Für viele der große Traum. Und ich habe nachgelesen, letztes Jahr haben 26,6 Millionen Deutsche regelmäßig oder zumindest gelegentlich Lotto gespielt.
Das ist fast jeder Dritte, hat mich total überrascht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Lotto gespielt hat. Ich war jetzt mal nicht um Handzeichen, aber ich wäre einer, der es tun müsste. Als jugendlicher Christ habe ich mir mal einen Lottoschein gekauft für 5 D-Mark. War kurz vor der Umstellung auf den Euro, also schon eine Weile her. Und damals lag der Jackpot bei 30 Millionen D-Mark. Soweit so schlecht, aber die Geschichte ist ja nicht ganz zu Ende. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo ich diesen Lottoschein so ausfüllte, habe ich Gott so eine Art Deal vorgeschlagen. Ich dachte, Gott, wenn ich den Jackpot knacke, dann werde ich einen nicht unerheblichen Teil davon für dein Reich spenden. Bestimmt mehr als 10%, vielleicht sogar 20 oder 30. Ja. Wollt ihr wissen, wie es ausgegangen ist? Ich habe natürlich gewonnen, aber nur 5 Euro. D-Mark, 5 D-Mark. Ein oder zwei Zahlen musste man dafür richtig haben. Hatte ich also genau meinen Einsatz wieder raus. Ich habe das damals als ein Augenzwinkern Gottes verstanden, dass er wahrscheinlich andere Pläne mit mir hat. Und das war auch das letzte Mal, dass ich einen Lottoschein ausgefüllt habe. Warum erzähle ich diese wenig schmeichelhafte Geschichte? Weil ich weiß, dass dieser Wunsch, reich zu werden, auch in mir irgendwo schlummert und auf die eine oder andere Art und Weise wieder rauskommt. Und deswegen, ich vermute, vielleicht bin ich nicht der Einzige hier im Raum, deswegen weiß ich, es ist wichtig, sich ab und zu mal mit diesem Thema zu beschäftigen und meine Gedanken zu prüfen und auch mein Handeln und zu schauen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Aber wo ist eigentlich das Problem mit dem Reichwerden oder Reichwerden wollen? Also in unserem Bibeltext lesen wir in Vers 9, ich denke, du kannst auch noch lesen, Vers 9, kannst du, Matti, Vers 9 nochmal, ein, zwei Folien zurück, müsste das sein. Genau, Vers 9. Menschen, die reich werden wollen, geraten in Versuchung und verstricken sich in alle möglichen dummen Wünsche, steht hier. Mich hat das in die Bibelstelle in Prediger 5, Vers 9 erinnert. Wer am Geld hängt, wird nie genug davon kriegen. Wer den Wohlstand liebt, wird immer von der Gier nach mehr getrieben sein. Auch dies alles ist so sinnlos, sagt der Prediger. Reichtum macht uns nicht glücklich und zufrieden. Das ist eine Illusion, vielleicht kurzzeitig. Aber dann geht es wieder von vorn los. Neue Wünsche und so weiter. Und das ist alles andere als klug. Das ist ziemlich sinnlos oder auch dumm, wie es hier im Timotheus stand. So, das ist aber nicht das Einzige. Es ist nicht nur sinnlos und dumm, reich werden zu wollen. Es ist auch noch gefährlich. Das ist das, was Paulus hier auch schreibt. Alle möglichen Gefahren birgt es in sich. Schädliche Wünsche, schreibt er. Und in Vers 10 schreibt er, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Euch eine kleine Randbemerkung. Dieser Vers 10 wird auch gerne mal falsch wiedergegeben. Da heißt es dann so wie, Geld ist die Wurzel allen Übels. Vielleicht auch schon mal gehört. Ist nicht aus der Bibel. Was steht hier? Es ist nicht das Geld, es ist nicht das Problem. Die Liebe zum Geld ist das Problem. Die Habsucht, das mehr haben wollen. Da ist es auch hier nicht in diesem Bibeltext keine Aufforderung, in absoluter Armut zu leben. Es geht um das immer mehr haben wollen, um die Habsucht, um die Gier nach Geld. Und das kann natürlich alle möglichen Probleme, alle Übel nach sich ziehen, wie es hier steht. Also könnte man ja mal bei den 10 Geboten anfangen. Also ich behaupte mal, für jedes Einzelne oder das Brechen jedes Einzelnen der Gebote findet man auch einen Grund, der im Geld liegt oder in der Liebe zum Geld. Nehmen wir mal, du sollst nicht lügen. Wie viele Menschen lügen bei ihrer Steuererklärung, nur um ein bisschen mehr am Ende des Jahres über zu haben? Oder wie viele Menschen stehlen? Ja, du sollst nicht stehlen, ist ein Gebot. Wie viele Menschen stehlen? Muss jetzt nicht nur ein Banküberfall sein, auch in anderen Maße bereichern sich Menschen an anderen. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich weiß nicht, für wie viele gescheiterte Ehen auch Geld eine große Rolle gespielt hat. Oder der unterschiedliche Umgang mit Geld. Du sollst nicht töten. Ja, auch das tun Menschen, um an Geld zu kommen.
Du sollst nicht neidisch sein. Ja, wie schnell sind wir neidisch, wenn in der Auffahrt des Nachbars ein größeres Auto steht als in unserer? Oder du sollst deine Eltern ehren. Und ich möchte auch nicht wissen, in wie vielen Familien das Thema Geld zum Streitpunkt geworden ist. Man redet mit seinen Eltern nicht mehr oder streitet sich um potenzielles Erbe und so weiter. Und wir sollen Liebe zum Geld nicht zu unserem Gott machen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Die größte Gefahr darin, das beschreibt auch Paulus hier im Text, er schreibt, so manche Menschen sind aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Paulus denkt hier vermutlich an einige Personen im direkten Umfeld der Gemeinde Ephesus. Das wissen wir, wenn wir von Anfang von Kapitel 6 gelesen hätten. Da beschreibt er, was von einigen Menschen die falsche Lehren verbreiten, auch gerade zum Thema Geld. Also die hatte mit Sicherheit hier im Blick, dass die vom Glauben abgewichen sind. Aber ich denke, es ist auch ein generelles Prinzip. Geldgier wird uns nie im Glauben wachsen lassen. Denn wir können nicht sowohl Gott als auch dem Geld dienen. Wir kennen das aus dem Vers, den Jesus sagt in Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen, sagt Jesus. Okay, und damit wieder zurück zu unserem Text in Timotheus. Im Vers 11 lesen wir dann Folgendes. Da sagt Paulus zu Timotheus: Aber du, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gott es will. Geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glaube und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut. Auffällig fand ich hier den starken Kontrast. Er sagt: Aber du, Timotheus. Nicht wie einige falsche Lehrer in der Gemeinde das tun, aber du, Timotheus, halte dich fern. Ich möchte das mal übertragen. Auch in unserer Stadt gibt es viele Menschen, die das Geld lieben, aber wir Christen sollen uns davon fernhalten. Oder auch du kannst deinen eigenen Namen einsetzen. Halte dich fern davon. Und auch das Wort fernhalten ist schon recht deutlich. Ist nicht nur, ja, ist nichts für euch, so nach dem Motto, sondern wir sollen uns wirklich fernhalten. Nicht nur so ein bisschen Liebe zum Geld soll bei uns sein. Wir sollen uns fernhalten. Paulus schließt dann noch die Aufforderung an, bemühe dich, so zu leben, wie Gott es will. Und dann zählt er noch einiges auf: Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Geduld und Sanftmut. Klingt ein bisschen nach den Früchten des Geistes, wenn er mich fragt. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, wenn wir Gott lieben, bringt es gute Früchte hervor. Wenn wir das Geld lieben, bringt es alle möglichen Übel hervor. Und deswegen möchte ich das auch zusammenfassen und mit dem ersten biblischen Prinzip beschreiben: Gott lieben, nicht das Geld. Das fasst es zusammen. Gott lieben, nicht das Geld. Für uns als Christen klingt dieser Satz wahrscheinlich selbstverständlich. Natürlich lieben wir Gott und nicht das Geld. Aber zeigt sich das auch in unseren Entscheidungen? Worin stecken wir eigentlich unsere ganze Energie und unsere Zeit? Was begeistert uns eigentlich? Was treibt uns an? Stecken wir fast unsere ganze Kraft und Energie in unsere Karriere, nur um in der Lohnstufe ein Stückchen höher zu kommen? Und für Familie und Gemeinde bleibt keine Zeit mehr? Oder sind wir nur damit beschäftigt, wie wir unser Geld vermehren können oder zumindest verhindern können, dass es verfällt, statt in Gottes Projekte zu investieren und dazu überlegen, wie können wir beitragen dazu, dass Gottes Reich wächst? Soll das heißen, es ist falsch, Energie in seinen Job zu investieren? Oder sinnvoll die Finanzen zu planen? Natürlich nicht, aber es geht darum, wo liegen unsere Prioritäten? Wie wichtig sind uns materielle Dinge wirklich? Nehmen sie vielleicht doch einen zu großen Raum ein? Das sind wichtige Fragen, die wir uns ab und zu mal stellen müssen. Und wenn die Antwort dazu ja lautet,
dann ist es okay, dann können wir das Gott bekennen, können seine Vergebung erfahren und es in Zukunft besser machen. Ich denke, dieser Bibeltext fordert uns wirklich auf, hier ehrlich zu uns selbst zu sein und uns zu prüfen. Wie vorhin schon angekündigt, kommt Paulus ein paar Verse weiter hinten nochmal auf das Thema Geld zu sprechen. Und dann kommen wir da zum zweiten Thema. Und ich lese mal vor aus 1. Timotheus 6, Vers 17. Ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf so etwas Unsicheres wie den Reichtum setzen. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Erster Punkt. In der Guten Nachrichtenübersetzung, die ich hier vorgelesen habe, steht, Timotheus soll die Reichen ermahnen. Er soll sie ermahnen. In anderen Übersetzungen steht, er soll ihnen gebieten oder auch einschärfen. Schon auch starke Worte, nicht nur sowas wie beiläufig, erinnere sie doch mal. Es ist schon ein Thema, wo er mit Nachdruck die Reichen ermahnen soll. Und denke, wir können schon mal festhalten, das ist ein Thema, wo die Reichen ab und zu mal ermahnt werden müssen. Vielleicht, weil gerade der Reichtum so eine große Anziehungskraft hat, uns auch auf sich zu lenken. Deswegen muss es manchmal sein, dass wir ermahnt werden. Möchten wir gerne ermahnt werden? Natürlich nicht. Muss es sein? Ja, ab und zu mal. Wen betrifft es denn eigentlich? Hier steht ja, die im Sinne dieser Welt reich sind, die sollen ermahnt werden. Wie ich schon gesagt hatte, in Ephesus gab es wohlhabende Menschen, ein blühendes Handelszentrum. Bestimmt meint Paulus auch genau die, oder zumindest auch die. Aber wenn wir das heute lesen, wer ist damit gemeint? Wer ist denn reich im Sinne dieser Welt? Ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Definition. Das Deutsche Institut für Wirtschaft definiert denjenigen als reich, der zu den 10% der einkommensstärksten Haushalte in Deutschland gehört. Da gibt es dann so einen Rechner im Internet, kann man eingeben, wie viel Nettoeinkommen man hat, wie viele Personen im Haushalt wohnen. Und dann sieht man direkt in der Statistik, wo man sich da einordnet. Wenn ich in den oberen 10% oder eher darunter, wo das ein bisschen, die Kurve so ein bisschen bauchiger wird. Aber ist das denn die richtige Definition? Ist das der richtige Maßstab für reich? Mit einem mittleren Einkommen in Deutschland sind wir im weltweiten Vergleich in den oberen 10%. Oder ist man reich, wenn man mehr hat, als man unbedingt braucht? Wäre auch noch eine Definition. In unserer Passage wird es nicht ganz klar gesagt, aber ich denke, wenn man den Kontext liest und im Vers 8 des gleichen Kapitels hat Paulus gesagt, ich habe es jetzt nicht auf Folie, aber ich lese mal vor, wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Das ist eher so der biblische Maßstab. Ich denke, darum gehen die Ermahnungen eigentlich uns alle was an. Wahrscheinlich die meisten von uns sind im Sinne dieser Welt reich. Wozu sollen wir nun ermahnt werden? Gut, als erstes steht hier, wir sollen nicht überheblich sein. Ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Andere Übersetzungen sagen nicht hochmütig oder nicht stolz. Wir sollen uns nichts auf unseren irdischen Besitz einbilden. Wohlstand birgt offensichtlich die Gefahr, dass wir uns darauf etwas einbilden. Dass wir uns wichtiger nehmen als andere, die vielleicht weniger haben. Das war damals so in der antiken Gesellschaft und ich glaube, das ist heute immer noch so. Dass wir Menschen kategorisieren, ah, der ist reich, der ist wichtig. Das ist hier die Aufforderung, genau das nicht zu tun. Wir sollen uns nicht, wenn wir reich sind, über andere stellen. Und auch da sollten wir ehrlich zu uns selbst sein und prüfen, ob unsere Gedanken manchmal in diese Richtung gehen. Denn wir wissen aus Sprüche 16, Vers 18, Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Ist aber nicht die einzige Ermahnung hier im Text. Das haben wir aber auch gelesen, wir sollen unser Vertrauen nicht auf so etwas Unsicheres legen wie den Reichtum.
Und vermutlich liegt darin die größte Gefahr, dass wir unser Vertrauen darauf legen. Ich denke, je mehr wir haben, je stärker ist auch die Versuchung, unser Vertrauen darauf zu legen. Warum sollten wir das nicht tun? Was sind die Gründe? Mindestens mal zwei Gründe, die wir im Text lesen. Erstens, weil materieller Wohlstand, weil Reichtum unsicher ist. Das ist das, was der Text hier sagt. Und auch jeder hat das von uns schon mal auf die eine oder andere Weise erlebt. Viele von uns nehmen die aktuellen Zeiten als unsicher wahr. Jüngstes Beispiel ist der Konflikt zwischen Israel und Iran heute Nacht. Könnte ich noch viele andere Sachen aufzählen, man weiß nicht, was noch alles kommt. Und je näher es uns kommt, je unruhiger werden wir, weil wir das Gefühl haben, es könnte auch unsere eigene Sicherheit, unseren eigenen Wohlstand betreffen. Aber wir wissen spätestens, das letzte Hemd wird keine Taschen haben. Ihr kennt den Spruch, oder? Spätestens mit unserem Tod wird alles Materielle seine Bedeutung verloren haben. Wir können nichts mitnehmen. Daher, diese Unsicherheit steckt sowieso drin, wenn wir darüber nachdenken. Vielleicht haben wir für eine gewisse Zeit unsere Dinge hier, aber früher oder später wird es sowieso alles weg sein. Sprüche 23, Vers 4 und 5 steht: Versuche nicht, mit aller Kraft reich zu werden. Sei klug und vergeude deine Zeit nicht damit. Denn der Reichtum kann plötzlich verschwinden. Er bekommt Flügel wie ein Adler und fliegt davon. Ich mag diesen Vers und dieses wunderbar anschauliche Bild, wie der Reichtum plötzlich seine Flügel bekommt und verschwindet. Vielleicht ist es auch ein guter Moment für eine praktische Übung. Stellt euch mal vor, einen Gedanken, wir werfen unseren Blick mal aus dem Fenster auf den Parkplatz und sehen, wie bei unseren Autos sich an der Seite sowas ausbeult, wie so Flügel rauskommen, die dann quasi dann davonfliegen, wir sie als Punkt am Horizont verschwinden sehen. Wunderbares Bild, finde ich. Und wenn du oder ich, wenn uns das Unmut bereitet, der mögliche Verlust unseres Wohlstands oder auch die Verringerung, könnte es sein, dass wir zu stark darauf vertrauen? Gelegentlich müssen wir uns daran erinnern, dass materielle Dinge immer unsicher sind und es daher nicht sinnvoll ist, darauf zu vertrauen. So, zweiter Grund, warum Reichtum oder es nicht sinnvoll ist, darauf zu vertrauen, auch das lesen wir hier im Text und das ist wahrscheinlich der deutlich gewichtigere. Vers 17 haben wir gelesen, vielmehr sollten die, also die Reichen, auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Materielle Dinge dürfen nicht den Platz einnehmen, der eigentlich Gott gehört. Er ist der Einzige, auf den wir vertrauen sollten. Er ist der Einzige, der nämlich absolut vertrauenswürdig ist. Sprüche 11, 28. Vertraue auf deinen Reichtum und du wirst untergehen. Die Gottesfürchtigen aber blühen auf wie die Bäume im Frühling. Auch wieder ein wunderbar anschauliches Bild. Wenn wir uns an unseren Reichtum klammern, wie an so eine Schatzkiste voller Gold, die über Bord geworfen wird, werden wir damit untergehen. Wenn wir auf Gott vertrauen, werden wir aufblühen wie die Bäume jetzt im Frühling. Ich mag dieses Bild. Und ja, Gott ist nicht nur der Einzige, auf den wir vertrauen sollten. Wenn wir auf ihn vertrauen, wird uns das auch zum Besten dienen. Okay, ich möchte Vers 17 knapp zusammenfassen mit Gott vertrauen, nicht dem Geld. Damit haben wir schon unser zweites biblisches Prinzip. Also Gott lieben, nicht das Geld. Gott vertrauen, nicht dem Geld. Aber der Text geht noch weiter. Paulus beauftragt Timotheus noch eine weitere Mahnung auszusprechen. Das lesen wir in Vers 18. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. So, und spätestens jetzt wird es ein bisschen ungemütlich für uns, oder? Gott lieben, nicht das Geld, okay, Haken dran, kriegen wir hin. Auf Gott vertrauen, nicht dem Geld, auch das, Haken dran, kriegen wir hin. Aber jetzt auch noch unser Geld mit anderen teilen, geht das nicht ein bisschen zu weit? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Ich denke, Großzügigkeit, Freigebigkeit, wie es hier steht, ist ein guter Test, inwiefern wir beim Thema Geld wirklich auf Gott vertrauen. Oder inwiefern unsere Liebe zum Geld nicht vielleicht doch ein bisschen größer ist, als wir es dachten. Wenn unser Herz am Geld hängt, wird es uns schwerfallen, etwas davon abzugeben. Wenn uns das Thema Großzügigkeit Schwierigkeiten bereitet, ist es vielleicht Zeit für einen kleinen Paradigmenwechsel. Oder mit anderen Worten, für eine andere Sichtweise. Was meine ich damit? Nun, wenn wir die Passage gelesen haben in Vers 17, steht da ja, vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt. Gott ist derjenige, der alles gibt. Alles, was wir haben, hat uns Gott zuvor gegeben. Alles, was wir abgeben, hat er uns zuvor gegeben. Ich möchte noch eine weitere Bibelstelle vorlesen, die das nochmal vertieft. Und das ist eigentlich eine meiner Lieblingsbibelstellen im Alten Testament. Die sind in 1. Chronik 29. Und zwar ist das ein Dankgebet von König David, nachdem er und das Volk Israel ziemlich viel Reichtümer, Geld, Gold und so weiter gesammelt haben, um den Tempel zu bauen, der dann später seinen Sohn Salomo auch bauen sollte. Da spricht David dieses Dankgebet und ich lese es mal vor, ab Vers 10 in 1. Chronik 29. Dann lobte David den Herrn vor allen Versammelten. Herr, Gott unseres Stammvaters Israel, gepriesen seist du für immer und ewig. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, dem du groß und mächtig machen willst. Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du uns zuvor geschenkt hast. Was für ein bewegendes Gebet, oder? Wer sind wir, dass wir Gott etwas geben? Richtig ist, dass wir ihm gar nichts geben können, was er uns nicht zuvor geschenkt hätte. Und wir behalten eigentlich nur ein bisschen weniger für uns von dem, was er uns gegeben hat. Und das ist genau das, was ich meine mit Änderung der Sichtweise. Alte Sichtweise, ich spende 10% meines Einkommens. Neue Sichtweise, Gott gibt mir 100%, ich behalte 90% für mich. Ist eigentlich das Gleiche, aber ganz andere Sichtweise. Als Tina und ich frisch verheiratet waren, hatte ich auch irgendwann mein Studium abgeschlossen und meine erste Arbeitsstelle in meinem Ingenieurbüro angetreten. Irgendwann kam dann auch das erste Gehalt und es drängte sich die Frage auf, ob man nicht auch davon etwas in die Kollekte unserer damaligen Gemeinde geben sollte. Wir wussten ja aus der Bibel ungefähr so 10%, keine schlechte Größenordnung. Aber wenn man das mal so aufs Jahr hochrechnet, schon eine ganze Menge. Und wir haben das ein paar Monate ausgesessen, bevor wir uns dann letztlich dazu durchgerungen haben und uns dafür entschieden haben. Was uns aber geholfen hat, ist genau diese Überlegung. Eigentlich geben wir nichts von uns ab, sondern Gott gibt uns alles und wir behalten das meiste für uns. Und wenn wir darüber nachdenken, es ist sowieso Gottes Gnade, dass wir jeden Morgen aufstehen und die Kraft haben, zur Arbeit zu gehen, um Geld zu verdienen. Oder dass wir zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, in diesem Ort der Welt geboren sind, hatte auch nicht jeder von uns direkt ein Mitspracherecht, oder? Wenn wir so darüber nachdenken, nehmen wir eigentlich alles aus Gottes Hand und nicht viel aus unserer eigenen. Uns kleine Randbemerkung zu dieser Geschichte, als wir uns dann durchgerungen hatten. Ein paar Tage später im Büro rief mich meine Chefin zu sich ins Büro und sagte, ja, mir ist aufgefallen, dass du deine Arbeit ziemlich gut machst und ich möchte dir gern 15% Lohnerhöhung geben.
Wir haben auch nicht schlecht gestaunt und uns war klar, ja, es ist alles in Gottes souveräner Hand. Ob er gibt, noch mehr gibt oder ob er in manchen Situationen vielleicht auch nimmt. Vielleicht noch eine kurze Randbemerkung, da ich jetzt ein paar Mal diese 10% erwähnt habe. Ist das eigentlich der richtige Maßstab für uns? Ja, wir finden den Zehnten in der Bibel, gerade im Alten Testament. Wir lesen zum Beispiel schon von Abraham, dass er 10% von allem gab. Auch an anderen Stellen lesen wir das. Aber im Neuen Testament klingt es ein bisschen anders. Ich lese mal eine Stelle aus 2. Korinther 9, Vers 6 und 7. Ich denke, wir haben sie auch hier. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Daher 10% ist sicherlich keine schlechte Größenordnung, dürfen aber auch gerne großzügiger sein. Mit frohem Herzen geben, was Gott uns vorher gegeben hat. Das ist eher der neutestamentliche Maßstab und wir werden dann sehen, wenn wir viel investieren, werden wir auch sehen, wie Gottes Reich wächst. So, nach dieser kleinen Randbemerkung zurück zum Text von 1. Timotheus 6. Wir sind also aufgefordert, Gutes zu tun, freigebig zu sein und unseren Reichtum mit anderen zu teilen. Ich würde noch kurz bei dem Gedanken bleiben und fragen, was heißt es eigentlich genau, Gutes zu tun? Freigebig sein, mit anderen teilen. Nun, Jesus sagt dazu in Matthäus 6, Vers 33, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Mit anderen Worten, die Anliegen, die unserem Herrn wichtig sind, sollten auch uns wichtig sein. Wir dürfen Gutes tun mit unserer Zeit, mit unserem Geld, unserer Kraft, damit die Anliegen unseres Herrn, damit sein Reich vorankommt. Nach biblischen Maßstäben ist unsere Rolle daher nicht die des Eigentümers, sondern die des Verwalters. Und unser Ziel sollte es sein, diese Rolle als Verwalter bestmöglich auszuüben, damit wir unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen so einsetzen, dass wir im Sinne des eigentlichen Eigentümers handeln. So wie bei dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo Jesus von drei Dienern erzählt, denen er was einen großen Reichtum anvertraut. Matthäus 25, ich gehe da jetzt mal aus Zeitgründen nicht näher drauf ein, aber zum Schluss möchten wir doch, dass Jesus auch zu uns sagt, gut gemacht, treuer Verwalter. Gut gemacht, mein treuer Verwalter. In diesem Sinne würde ich auch dieses dritte Prinzip im Umgang mit Geld folgendermaßen definieren. Gott ist Eigentümer. Wir sind Verwalter. Und damit haben wir alle drei Prinzipien zusammen. Und ich würde das nochmal kurz zusammenfassen. Also Gott lieben, nicht das Geld. Hier ist es wichtig, dass wir uns fragen, ob sich das auch so in unseren täglichen Entscheidungen zeigt. Zweites Prinzip, Gott vertrauen, nicht dem Geld. Hier ist es wichtig, dass wir uns fragen, machen wir uns vielleicht zu viele Sorgen um so unsichere Dinge wie Reichtum? Wenn das so ist, dann sollten wir unser Vertrauen wieder voll und ganz auf den einen legen, der unser Vertrauen wirklich verdient, Jesus Christus. Und das dritte Prinzip, Gott ist Eigentümer, wir sind Verwalter. Je mehr wir das verinnerlicht haben, je leichter wird uns auch Großzügigkeit fallen. Und wir fragen an, uns zu fragen, wie wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Ressourcen so einsetzen können, dass Gottes Reich sich vergrößert, dass es ewig Bestand hat und nicht von Motten und Rost zerfressen wird. Und dabei gibt es ja eine Menge Möglichkeiten, nur mal drei zu nennen. Eine Patenschaft in Uganda für ein Kind, was zu den Ärmsten der Armen zählt. Liegt das unserem Herrn am Herzen? Glaube schon, ziemlich sicher. Oder ein missionarisches Projekt in Indien zu unterstützen,
wo Menschen erreicht werden, die noch unerreicht sind. Liegt das unserem Herrn im Herzen? Ich glaube schon. Ist das gut investiertes Geld? Ja. Oder auch eine Finanzierung einer Gemeinde wie unserer, die dazu beiträgt, dass Gottes Reich hier in Wolfsburg wächst. Liegt das unserem Herrn am Herzen? Nun, ich hoffe doch sehr. Wisst ihr, auch wenn wir in Deutschland nicht gerne über Geld reden, die Bibel tut es. Und wie bei anderen Themen auch, sind wir gut beraten, dass wenn wir die biblischen Prinzipien immer mehr auch in unserem Leben umsetzen. Amen und einen wundervollen Sonntag für euch.